Baubeginn ist im März 2010. Die Modernisierung umfasst unter anderem den kompletten Umbau des Bahnhofsgebäudes. Auch der Vorplatz wird neu gestaltet und alles wird behindertengerecht ausgestattet. Die Finanzierung sieht folgendermaßen aus. Es sind 21,7 Millionen, die jetzt neuerlich investiert wurden, nachdem ja Gleise und andere Bereiche, Parkhaus, davor ja schon schöne Investitionsvolumen ausgelöst haben. Aber ich bin überzeugt, dass bei allen Ausschreibungskriterien, und das ist wichtig, primär die heimische Wirtschaft, die regionale Wirtschaft zum Zug kommen wird. Und das ist ja der Sinn auch dieses Konjunkturpakets von Bund und Land. Das Land trägt ja auch über sogenannte Nahverkehrsbeiträge 27 Millionen Euro in Summe zu allen steirischen Bahnhofprojekten also bei. Der Sinn ist der, dass wir jetzt in der Wirtschaftskrise ja über diese Investitionsvorzüge, also indem wir Investitionen vorziehen, dass wir hier Wirtschaftsimpulse auslösen, Beschäftigungsimpulse. Und das wird in Summe, sind das 270 Millionen Bahnhofsinvestitionen jetzt in der Steiermark. Das wird unglaublich gute Impulse in die regionale Wirtschaft bringen. Und daher ist es auch aus dieser Sicht sehr, sehr wichtig und vor allem auch zukunftsweisend als Investition. Mit der Fertigstellung rechnet man 2013 und für den Bürgermeister ist dies ein weiterer Meilenstein. Und Sie sehen mich heute wirklich sehr froh und glücklich. Es war ein Canossagang über Jahre hindurch, wie gesagt, ein ganzes Jahrzehnt sozusagen, wo ich immer wieder versucht habe, mit zuständigen politischen Dimensionen in Wien, aber auch in Graz Kontakt aufzunehmen, darüber zu sprechen, dass dieser Bahnhofsneubau, der alte ist immerhin 1963 schon gebaut worden, genauso schaut er übrigens auch aus und bis auf kosmetische Maßnahmen ist ja nie etwas Substanzielles passiert, jetzt wirklich umgesetzt wird.